Aber für mich ist momentan, glaube ich, das aktuellste Beispiel ist Timo Werner. Der tut mir leid, also nicht, weil er in der Position ist, in der er ist. Das ist nicht, also er tut mir nicht dafür leid, dass er Millionen verdient und ein Top-Stürmer ist in der Welt oder was auch immer. Aber was mich ein bisschen verwundert ist, die Leute, die machen sich lustig über ihn, weil er diese Chancen liegen lässt. Er verliert sein Selbstbewusstsein dadurch, nachdem er die ersten paar Chancen liegen lässt. Ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, kennt zumindest einen Stürmer oder war ein Stürmer, der genau in dieser Situation ist. Wenn man außer einfach Messi und Ronaldo. Ja, aber auch die haben aber teilweise, die haben keine langen Phasen, die das andauert oder so, weil sie der zentrale Punkt ihrer Mannschaft sind. Aber ich sage, aber das gibt's. Ich glaube, dass Fernando Torres bei Chelsea, als er angekommen ist, ich glaube, der hat 7 Monate nicht getroffen. Ja, das ist brutal. Und jetzt ist es bei Timo auch der Fall und es tut mir etwas leid, weil der mediale Druck zunimmt. Und in England ist nochmal was anderes. Und das die Trainer geben einem nicht mehr so viel Zeit wie früher, dass man dann wieder in Flow kommt. Er wird, sobald er wieder ein-, zweimal trifft, der wird doch wieder genau so sein, wie er bei Leipzig war. Und der wird wieder treffen und der wird für die deutsche Nationalmannschaft wichtig sein. Und der wird mega für Chelsea wichtig sein. Ja, Timo ist halt nicht dieser klassische Neuner. Das ist halt einfach so. Und ich meine, er hat nicht mehr diese Freiheiten wie in Leipzig. Das ist halt, dann hat er mal ein schlechtes Spiel und dann sitzt ein Tuchel halt mal auf die Bank. Und bei Leipzig war es dann halt so, ja okay, wir spielen dich einfach wieder, bis du wieder triffst. Da hat auch in Leipzig mal 3-4 Spiele nicht getroffen, aber dann kommt er mit einem Hattrick plötzlich. Ja, aber das und das ist halt in England nochmal was ganz anderes. Aber das ist für mich zum Beispiel ein Problem. Ich meine, schau mal, wenn du was ist ein guter Stürmer in der Bundesliga zum Beispiel? An was wird er gemessen? Wenn er am Ende Tore schießt und wenn er, ich glaube, dass früher, wenn er zwischen 18 und 25 Toren hat, konntest du die Torschützenkanone gewinnen. Ja. Und jetzt ist es, Lewandowski hat 35. 30 plus, ja. Und Haaland hat, glaube ich, die ersten 9 Spiele in seiner Karriere in Dortmund hat er immer ein Tor gemacht oder einen Doppelpack oder so und der trifft ohne Ende. Und das sind dann die Topstürmer, das sind dann Ausnahmetalente, die dann in ihren Vereinen spielen und die spielen in einer guten Mannschaft. Und ich sage, was ist, wenn man 3 Spieltage nicht trifft, das gibt's. Und dann hauen die Medien auf einen drauf, was ich aber nicht verstehe. Es gibt Phasen, es gibt manche Spiele, da kann der Stürmer, weil er aus dem Spiel genommen wird. Nee. Ich meine, die anderen Mannschaften bereiten sich auch vor, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Die bereiten sich genau auf diese Situation drauf vor, dass Timo Werner kein Tor trifft, dass Zlatan Ibrahimovic kein Tor macht, dass Messi kein Tor macht, dass Ronaldo kein Tor macht. Was dann ausmacht, dass sie dann in diese Position kommen, dass sie doch vielleicht eins machen oder eine gute Chance liegen lassen. Alle lassen eine gute Chance liegen. Also es gibt keinen einzigen Stürmer, der noch nie eine Chance liegen gelassen hat. Das gibt's nicht. Ich glaube, bei Chelsea hat er auch nicht diese, er ist nicht diese klare Nummer 1 im Team. Als bei Leipzig war es klar, das war einfach, vorne ist Timo Werner und da ist halt noch Paulsen oder Kevin Augustin damals hinter ihm. Aber Werner ist halt unsere Nummer 1. Und alles ist auf diese Schnelligkeit von ihm, aufs Konterspiel damals ausgerichtet worden. Darum hat er so viel getroffen letztes Jahr. Letztes Jahr. Ich meine, was hatte der? 24, 25 Tore in der Bundesliga? Ich glaube, ja. Und dann kommt es halt auch noch zuerst, zerwechselt Verein in eine härtere Liga. Und das müssen wir nicht diskutieren, glaube ich. Mhm. Vor allem in eine breitere Liga. Und dann, in der Bundesliga spielt man halt mal gegen Paderborn. Also es ist nichts gegen Paderborn, aber das ist halt nicht wie in Newcastle United oder in West Ham oder so. In England gibt es auch einige schlechte Mannschaften. Also die sind nicht schlecht, also ganz schlecht, aber die sind zumindest mal nicht auf dem Niveau, was die oberen sind, was Chelsea schon ist. Klar, aber die Preise ist schon höher und man hat nicht diese einfachen Gegner. Einfacheren Gegner, ich meine, Leipzig hat ja auch erst gerade gegen Köln Punkte liegen lassen, was denn nicht der Fall sein soll. Und gegen Werder war es auch schwer. Und die haben gekämpft um ihr Überleben. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, manchmal kommt es mir auch ein bisschen seltsam vor, wie man mit Spielern umgegangen wird. Naja. Allein von den Medien, weißt du, dass man eine bestimmte Meinung dann Richtung Spieler und wenn die Meinung über einen Spieler gebildet wurde mal, dann ist es so schwer, das zu ändern. Und das probieren die Medien dann nicht mehr. Nee, sie haben ihren Job gemacht, sie haben irgendjemand am Pranger gestellt und sie haben die Klicks dafür bekommen, sie haben die Likes dafür bekommen. Und das ist schwierig. Und die Leute, die das nicht verfolgen permanent, die Nachrichten gucken jeden Tag oder sich im Sport irgendwie widmen jeden Tag, die haben dann ein Problem. Die haben zum Beispiel mit Neymar an der WM, er hat sich ein paar Mal fallen gelassen, man hat diese Memes über ihn gemacht, dass er rumgerollt ist oder sonst irgendwas.
wenn man dann sieht, jetzt, Jahre später, wie er in Paris spielt, er kriegt so oft auf die Knochen, ja, er lässt sich fliegen. Und er lässt sich fallen und das regt und Leute auf. Wurde ihm fast der Rücken gebrochen, der Kolumbianer. Ja, und jetzt mit Instagram und TikTok und was auch immer, sieht man diese kleinen Videos, wie hart er getroffen wird und wie die Leute teilweise versuchen, ihn umzuschlagen, weil sie ihn anders nicht halten können. Und deswegen hebt er ab. Er kriegt dafür einen Foul, was er auch kriegen würde, wenn er auf den Füßen stehen bleiben würde. Nur das Problem ist, wenn man das theatralischer macht, das machen andere Spieler auch. Aber er hat sich schon geändert. Die letzten 2-3 Jahre. Er hat sich schon verbessert. Das hat er, aber die Leute glauben immer noch das Gleiche. Ja, ja. Was 2014 an dieser WM passiert ist, das glauben die Leute immer noch. Aber das sind auch ganz oft diese, zum Beispiel die Sky-Kommentatoren. Der Neymar wieder und weiß ich was. Also, ja, hey, das war schon, also die gehen dann einfach auch mit den Medien mit sozusagen. Ja, aber sie sind ein Teil der Medien, deswegen, ja, die müssen es immer weiter. Und ja, aber die können auch mal sagen, hey, das war hart. Ich meine, die können auch mal was anderes sagen. Die können auch einen Spieler wieder positiv dastehen lassen. Und ich meine, Neymar hat sich schon positiv gemacht in dem Sinne. Ich meine, das Jahr, da hat er ein Jahr, glaube ich, 2015, da lag er wirklich nur am Boden. Ja. Das war zu viel. Das war zu viel, da mussten auch die Fans hatten Probleme damit und alles mögliche. Aber ich habe jetzt bei dem Spiel Leipzig-Werder, im DFB-Pokalspiel, zum Beispiel mit Florian Kohfeldt, die ganze Woche vor diesem Spiel war das Gerede nur Kohfeldt raus, Kohfeldt raus, Kohfeldt raus und Das war die Meinung der Medien, oder? Das muss auch hart sein für den Trainer. Und das war die ganze Woche, haben sie nur darüber geredet, dieses Spiel ist entscheidend für ihn. Er fliegt raus, wenn sie nicht gut spielen, er fliegt raus, wenn sie verlieren oder was auch immer. Und das waren all die Sachen. Ja. Und im Endeffekt hat der Vorstand von Werder hat dann gesagt, ja, wir stellen die Vertrauensfrage, aber es geht darum, wie die Mannschaft reagiert, weil sie wissen wollen, wie die Beziehung der Mannschaft mit dem Trainer ist. Ob die Mannschaft dann für ihn wirklich kämpft, wenn sein Job irgendwie im Ding ist. Und ich sag, und da habe ich das erste Mal erlebt, dass ich glaube ARD oder ZDF, wo ich es angeguckt habe, dass der Kommentator versucht hat, eine Meinung zu bilden, dass die Mannschaft richtig gut spielt, dass Werder richtig am Kämpfen, das waren sie auch. Das war brutal. Die haben echt gekämpft. Ja. Und dann, dass das der Ausschlaggebende, so kann man den Trainer nicht entlassen im Abstiegskampf. Nach so einer Leistung. Und das haben sie versucht. Auch dumm, 2 Tage vor Schluss. Also 2 Spieltage vor Schluss. Oder 2 Spieltage vor Schluss. Was ist Spieltag 32? Ne? Drei Spieltage vor Schluss. Es wäre nicht gut, da noch einen Trainer zu entlassen, meiner Meinung nach. Ich meine, normalerweise, was man erwartet, wenn man einen Trainer entlässt, ist, dass man macht es in der schlechten Phase. Mhm. Man hofft damit, so einen Spark zu bekommen, dass die Mannschaft ein bisschen Motivation, vielleicht mit neuer Energie von dem neuen Trainer oder sonst irgendwas. Oder manche haben dann Angst um ihren Job oder was dann passiert mit dem neuen Trainer und spielen dann härter. Aber nach so einer Leistung finde ich das auch nicht richtig. Also finde ich wirklich nicht richtig. Ich lasse ihn zu Ende arbeiten, mach die Entscheidung am Ende der Saison. Ja. Mach die Entscheidung, ob du jetzt abgestiegen bist oder in der Liga drin bist, mach dann die Entscheidung. Mhm. Und die hoffen natürlich, sie bleiben in der Liga, dann müssen sie die Entscheidung vielleicht nicht so harsch treffen, aber das wird eine Entscheidung. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass im Fußball, dass sie diese Videobeweise nicht mehr brauchen. Und zum Beispiel mit dem könnten sie auch ganz viel Theatralik unterbinden, meiner Meinung nach. Also wenn sie genau sind, also der hat jetzt einfach eine Schwalbe gemacht, um einen Penalty zu holen, dann gib doch dem mal eine gelbe Karte. Und das passiert viel zu wenig, meiner Meinung nach. Auch über Videobeweis. Der hat ja die Videobeweis-Leute im Ohr. Mhm. Sag doch einfach, hey, der hat jetzt gerade eine Schwalbe gemacht. Gelb. Punkt. Ja, da gibt es viel weniger Theatral. Ja, aber die Frage ist halt, und das sehe ich ähnlich vom Grundprinzip her, aber die Frage ist, wenn jemand eine Schwalbe im 16er macht, um einen Elfmeter zu erschleichen, inwiefern ist es schlimmer, wenn einer eine Schwalbe macht an der Mittellinie, um dann eine gelbe Karte zu erschleichen? Weißt, aber es soll ja auch gelb sein. Ja, aber unterbrichst du dann permanent das Spiel? Nee, du kannst ja beim nächsten Unterbruch dann geben, weil du wirst ja ins Ohr bekommen. Also du meinst, dass du das Spiel weiterlaufen lässt und dann kriegst du halt gesagt, das war eine gelbe Karte. Genau, oder was auch immer. Hast heutzutage so viele Kameras und alles. Warum braucht du die scheiß Kameras? Ja. Ich verstehe es nicht. Weil wenn man das mit NFL oder NBA vergleicht, meine, auch da gibt es Fehler. Es wird immer Fehler geben, es wird immer ab und zu mal Fehlentscheidungen geben. Aber man könnte es im Fußball schon noch einiges unterbinden. Ich meine, in Leipzig war ja auch der Fall, wo Paulsen ja anscheinend einen Foul begangen hat.
Und dadurch Wang Yi-chan konnte freilaufen und hat so das Tor geschossen. Mhm. Aber die haben das gar nicht gesehen. Aber okay, das war ein illegales Tor. Das ist ja nicht okay. Ich meine, es war gut für meine Mannschaft, aber es war nicht ein korrektes Tor. Aber für mich, ich denke halt mal, es gibt bestimmte Standards, also für den Schiri auf dem Platz. Yeah. Und für mich die Frage, und ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht kannst die DFL kann's mir vielleicht beantworten, aber haben die Schiris, die in Köln sitzen, in diesem Videoraum und Videos, haben sie dieselben Standards wie der Schiri auf dem Platz? Weißt? Oder greifen sie nur ein, wenn der Schiri tatsächlich komplett falsch liegt? Yeah. Und sie dann erst eingreifen dürfen. Das ist die Frage. Was sind denn die Standards für den Schiri auf dem Platz und was sind die Standards für den, der an dem Videoassistent, wer auch immer da drin sitzt? Was ist da der Unterschied? Vielleicht muss es gravierend falsch sein, wie eine Falschentscheidung bei einem Elfmeter. Dann greifen sie mal ein. Ja. Weil ich glaube, dass ich glaube Union Berlin, Bayern und dann als wir das Spiel angeguckt haben, dann ist es 1-0 für Bayern und dann kam irgendwann mal das 1-1. Yeah. Und das war, und ich habe während diese Live-Ding gesagt, habe ich glaube zu dir und zu Michi dann gesagt, der war im Aus. Der Ball war im Aus, wo er dann aus dem Ding rausläuft. Also der war im Aus und dann kommt, greift der Videoschiedsrichter, aber dann nicht so weit zurück, dass er dann sagen kann, der war tatsächlich im Aus und das Tor wird zurückgegeben. Und ich frage mich, ob er dann andere Standards hat. Oder warum sie es dann nicht so weit zurückspulen, dass sie dann die ganze Aktion sehen. Aber die sind ja sofort eigentlich. Also der Video, sollten sie eigentlich? Von außen sieht man sie ja sofort eigentlich. Ja, aber das hat die Schiris auf dem Platz haben es nicht gesehen. Und der Videoassistent hat auch kein Veto eingelegt, also hat das so gezählt. Und für mich sah das zum Beispiel so, also nicht, dass ich mega das Auge habe oder sonst irgendwas, aber für mich sah das so aus, als würde er nach außen laufen. Das sah aus an der Linie, zumindest mal knapp. Wie, ob er dann drin war oder draußen, hätte ich auch nicht sagen können im vollen Tempo, aber für mich sah das schon so aus, als wäre das eine knappe Angelegenheit und ich würde zumindest mal als Videoassistent da wieder zurückgehen und sagen, okay, war jetzt draußen oder nicht, weil es ist ein Tor. Es ist dann am Ende 1-1, es sind dann 3 Punkte für Bayern oder 2 Punkte plus oder minus und ich sage, das ist dann schon entscheidend im Meisterschaftskampf oder um Abstieg. Nein, absolut. Und deswegen,